Heute schauen wir uns das Mediabook zu Leben und Sterben in L.A. von Cape Light etwas genauer an. Ja, hallo Film- und Sammlerfans. Heute schauen wir uns das Cape Light Mediabook zu Leben und Sterben in L.A. etwas genauer an. Kleine Planänderung am heutigen Samstagabend. Ich hatte ursprünglich was anderes geplant, das kommt dann morgen am Sonntag. Und ich habe es euch ja sowieso versprochen, das vierte und letzte Mediabook von Cape Light, was vor kurzem erschienen ist. Auch hier gleiches Spiel wie bei den drei anderen. Lose beigelegt, die Informationsbeilage mit der Inhaltsangabe, den Extras und den technischen Daten auf Blu-ray-Disc und DVD. So, zoomen wir etwas weg. So sieht das Mediabook aus von vorne. Hier wieder diese pappartige Hardcover. Also nicht das mit der glatten Oberfläche, sondern das eher etwas anfälligere. Hier haben wir den Spine. Und hier haben wir die Rückseite. Ja, noch so ein kleines, so ein Slogan, so ein Zitat, was auch immer. Was mir jetzt von außen auffällt, ist, dass hier an der Seite ist doch ein bisschen viel Luft hier im Inneren. Das kann auch mal sehr anfällig werden. Ich hatte da mal ein Mediabook von Cape Light, das hat dann, warum auch immer, ganz schöne Schäden abbekommen. Aber jetzt schauen wir uns das mal von innen an. Werbung, Blu-ray-Disc. Hier jetzt mal schön der Übergang von Innendruck zu Booklet. Das gefällt mir sehr gut. Das hatte ja auch Filmkonfekt so gehandhabt. Gleiches Spiel hier hinten bei der DVD. Booklet geht über zum Innendruck hinter dem Tray. Ansonsten blättern wir jetzt wieder durchs Mediabook, wie immer. Den Film kenne ich peinlicherweise nicht, muss ich wohl sagen. Soll wohl doch ein ziemlich bekannter Film sein. Aber den habe ich jetzt auch als einziges von den drei Mediabook-Filmen noch nicht gesehen. Und bin daher schon ziemlich gespannt, was mich da erwarten wird. Ich erwarte viel. So. Und damit sind wir am Ende vom Mediabook angelangt und haben das vierte von den vier vor kurzem erschienenen Mediabooks dann durch. Allsam sehr gute Veröffentlichung. Ich bedanke mich recht herzlich, dass ihr auch heute noch an diesem Samstagabend euch dieses Video angeschaut habt und verweise dann mal auf morgen, auf den Sonntag, auf mein morgiges Video, das sicherlich ein ganz interessantes Thema beinhalten wird. Aber zu viel möchte ich noch nicht verraten. Einfach abonnieren, Glocke aktivieren und ihr werdet morgen drauf aufmerksam gemacht auf mein neues Video. Ich bin gespannt auf jeden Fall schon, wie es ankommen wird. Wünsche euch noch einen schönen Samstagabend oder ein schönes Wochenende, je nachdem. Ich bin morgen auf jeden Fall wieder für euch da. Macht's gut. Ciao, ciao.